Der Podcast Dialoge ohne Masken ist ein Podcast für Profisportler, Künstler, Führungskräfte, Unternehmer und alle Menschen, die ihre mentalen und geistigen Fähigkeiten ausbauen möchten. Zudem geht es darum, dass sich Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens so zeigen können, wie sie wirklich sind. Diese berichten über ihre Gefühlswelten und Weltansichten, ihren Weg zum Erfolg und auch über extreme Erfahrungen, um dir die Information zu geben, die du benötigst, um die Person zu werden, die du gerne sein möchtest. Seit ich denken kann, war es mir immer wichtig, meinem Herzen zu folgen. Ich habe die Überzeugung, dass jeder Mensch mit einer Berufung geboren wird. Mich hat es wahnsinnig begeistert, wie leicht Veränderung gehen kann. Und da habe ich sie angeguckt und ich kann mich noch heute an diesen Gesichtsausdruck erinnern in dem Moment und habe gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie verzweifelt sind. Und hat sie mich angeguckt und auf einmal sind die Tränen gelaufen und dann hat sie mir gestanden, dass sie gerade überlegt hat, sich das Leben zu nehmen. Schlafe und träume irgendwas und die Dinge bauen sich zusammen. Ich habe immer das Gefühl, mein Gehirn baut die Dinge von alleine zusammen. Und der Klient ist der Held. Und das ist, glaube ich, eine Haltung, die einigen im Markt extrem gut tun würde. Wenn eines dieser Grundmotive auf Dauer nicht erfüllt ist, werden wir psychisch krank. Und das Universum wird dir Türen öffnen, wo vorher nur Wände waren. Und dann sind mir mitten beim Fahren die Lichter ausgegangen. Das heißt, ich bin einfach ohnmächtig geworden. Aber das Fatale war, ich bin alle circa 6 Monate einfach umgekippt. Und da sind mir die Tränen gekommen, weil sie mittlerweile gestorben ist. Was wäre passiert, wenn es dieses Gespräch nicht gegeben hätte damals im Parkhaus? Die 30 Minuten. Herzlich willkommen zum Dialoge ohne Masken Podcast. Mein Name ist Schorum Paschke. Heute darf ich Dirk Eilert begrüßen. Von Anfang an hat mich der Mensch interessiert. Ich betrachte ihn als ganzheitliches Wesen mit ganz individuellen Facetten. Daraus ergibt sich meine ganzheitliche Arbeitsweise. Das Fundament deiner Tätigkeit sind verschiedenste Aus- und Weiterbildung. Diese Vielfalt lässt dich jede Persönlichkeit aus in unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und für sie, auch mit ihr, ganz spezifische Erfolgs- und Heilungsstrategien entwickeln. Du bist Redner, Trainer, Coach und Experte für Emotionen und deren Bühne, die Mimik. Spezialisiert auf emotionale Intelligenz, insbesondere die Interpretation und Wirkung nonverbaler Signale. Als Autor mehrerer Bücher zu diesem Thema und Entwickler der Mimikresonanzmethode ist deine Expertise regelmäßig in der Presse gefragt. Dein Spezialgebiet im Coaching ist das Erreichen und Erhalten emotionaler Leistungssicherheit auf der Bühne, vor der Kamera und am Mikro. In der Psychotherapie liegt dein Schwerpunkt in der Behandlung von Angststörung, Traumatisierung und reaktiven Depressionen. Du lebst somit nicht nur in der Theorie, sondern vor allem in der Praxis. Dein Lebensmut kann man in deiner Biografie nahezu ablesen. Aber dazu kannst du uns dann gleich mehr verraten. Aber eine Sache möchte ich noch sagen. Du bist unter anderem auch Methodenentwickler der Marken Mimikresonanz, Misource und M-Trace. 2 davon finden sich auch in der Mental Ethics Coaching Ausbildung wieder, die ich mit Christian Lottermann zusammen durchführe. Und dazu ebenfalls später mehr. Erstmal Dirk. Schön, dass du uns deine Zeit schenkst. Ja, hallo Sharon, danke für die Einladung. So, und eines jetzt mal vorab. Du weißt jetzt gar nicht, welche Fragen dir begegnen werden. Das finde ich total schön, ja. Das wird jetzt spannend werden. Also du bekommst jetzt gleich 8 Hauptfragen gestellt, über die wir so in diesem Gespräch reden dürfen. Du darfst natürlich so weit antworten, wie du möchtest. Und du darfst mir hinterher eine Konterfrage stellen. Ich bin mal ein bisschen nervös, wenn ich weiß, dass du selber so aus dem Coaching-Bereich kommst. Und so. Da weiß ich dann nicht, was uns erwartet hier. Und am Ende darfst du noch eine Person des öffentlichen Lebens nominieren, wo du sagst, die könnte gut zu uns passen. Jetzt lernst du ja auch hier Christian und mich direkt gleichzeitig kennen und weißt dann, ja, das könnte vielleicht ganz gut passen, ne? So als Menschenkenner. Bevor wir mit der ersten Frage starten, würde ich gerne so auf den Mut in deiner Vita mal eingehen. Mhm. Kannst du vielleicht mal ganz kurz sagen, wie du überhaupt zu dem Ganzen gekommen bist, was ich jetzt hier so vorgestellt habe, dass dich heute jetzt die Presse anfragt und sagt, hey, sag doch mal was über die Mimik, über die Reaktion von Menschen in der Öffentlichkeit. Wie ist das dazu gekommen? Also dafür gibt es in der Tat einen Schlüsselmoment, auf den ich gleich eingehe. Ich würde noch ein bisschen vorher anfangen. Seit ich denken kann, war es mir immer wichtig, meinem Herzen zu folgen. Ich habe die Überzeugung, dass jeder Mensch mit einer Berufung geboren wird. Und wir hier sind, um irgendwas zu erreichen in unserem Leben. Auch für andere, einen Beitrag zu leisten für die Gesellschaft. Und
Deswegen bin ich immer meinem Herzen gefolgt. Wie bei jedem Menschen gab es natürlich bei mir auch Irrwege. Ich war erst mal im öffentlichen Dienst, habe ein halbes Jahr als Beamter gearbeitet, habe dann gemerkt, das ist es nicht, habe also mal eine Weile nicht auf mein Herz gehört. Und dann braucht es Menschen in so einem Moment, die uns an die Melodie unseres Herzens erinnern, wenn wir sie vergessen haben. Und so ein Moment war bei mir im Oktober 2000. Da war mein Studium vorbei. Ich hatte neben dem Studium als Fitnesstrainer gearbeitet, habe damals eine NLP-Ausbildung gemacht. Das kennen vielleicht einige, neurolinguistische Programmierung, neben dem Studium alles. Und hatte dann ein Angebot nach dem Studium, anzufangen bei einer Akademie, die Trainings im Finanzsektor geben, Kommunikationstrainings, Selbstmanagement und so weiter. So, dann war ich Beamter nach dem Studium erstmal, war auch verbeamtet und dann dachte ich eines Tages, ich wollte es am 1. März dann kündigen, nächstes Jahr, es war Oktober, November 2000, im März 2001 sollte ich aufhören, also da habe ich mich entschieden rauszugehen aus dem Amt, den Beamtenstatus aufzugeben und dann dachte ich, das kannst du nicht bringen. Und dann weiß ich noch heute, wie ich zu meinem Chef gesagt habe damals, ich bin gleich wieder da, ich bin nur mal kurz auf Toilette, bin rausgegangen, habe mein Handy genommen damals, was wahnsinnig teuer war, wenn wir uns an die Zeit erinnern. Das spielt gleich noch eine Rolle, der Preis, was den Minutenpreis angeht beim Telefonieren. Und dann bin ich ins Parkhaus gegangen, also nicht auf Toilette, ins Parkhaus und habe mit meinem Handy die Akademieleiterin angerufen, Susanne Kleinhans. Und habe ihr gesagt, dass das nicht klappt, ich nicht aufhöre, ich im Amt bleibe und so weiter. Und dann hat dieses Gespräch 30 Minuten gedauert. Ich glaube, so einen Minutenpreis von 1,59 Euro oder so. Da gab es noch D-Mark damals. Wahnsinn, wie lange das her ist. Auf jeden Fall hat Frau Kleinhans 30 Minuten auf mich eingelabert und hat mir gesagt, wie wichtig es ist, dass ich meinem Herzen folge. Und das war für mich der Maximalweckruf. Und danach war für mich klar, okay, alles klar. Sie haben völlig recht. Ich kündige. Und deswegen glaube ich, ist es einerseits wichtig, dass wir auf unser Herz hören, lernen, die Signale zu hören, weil ich glaube, wir hören die alle, aber wir müssen auch hinhören. Und dann brauchen wir auch Menschen, die uns ermutigen, die uns ja die Melodie unseres Herzens vorspielen, wenn wir sie in Momenten mal vergessen haben. Und das war ein Schlüsselmoment. Was mich vorher schon fasziniert hatte, war damals im Studium, ich habe ein Buch gelesen, Unlimited Power von Anthony Robbins. Mich hat es wahnsinnig begeistert, wie leicht Veränderung gehen kann. Und das hatte mich damals schon angezündet, deswegen habe ich mit dem NLP angefangen, weil ich eben als Fitnesstrainer die Erfahrung gemacht habe, wir sind Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Ich hatte viele Klienten in der Ernährungsberatung, im Fitnesstraining, die haben mir gesagt, ich weiß alles, was ich tun muss. Ich weiß, wie ich mich ernähren muss. Ich weiß, was ich tun muss, um abzunehmen zum Beispiel. Aber ich tue es nicht. Und deswegen habe ich angefangen, nach Möglichkeiten zu suchen, weil ich erinnere mich noch heute in meiner Ernährungsberaterausbildung, hat der Referent gesagt, wenn einer von 10 Klienten das umsetzt, was ihr erzählt in der Ernährungsberatung, dann ist das eine gute Quote. Und dann dachte ich, 1 zu 10 ist für mich irgendwie so der Beginn des gefühlten Burnouts, wenn ich weiß, ich rede mit 10 Leuten und einer macht's nur und das ist dann schon gut. Und deswegen habe ich angefangen, nach Sachen zu suchen, wie ich Menschen bei Veränderungen unterstützen kann, bei Verhaltensveränderungen unterstützen kann. Ich habe parallel noch Kampfsport gemacht und habe da auch die Erfahrung gesammelt, dass viele Menschen sich in Selbstverteidigungssituationen trotzdem blockiert fühlen. Da war wieder das gleiche Spiel. Ich weiß, wie es theoretisch geht, aber kriegt es ja nicht umgesetzt. So, und deswegen hat mich das aus zweierlei Hinsicht interessiert, diese Veränderung so zu begleiten, nicht nur Verhalten, sondern auch Emotionen, Menschen zu unterstützen, in der emotionalen Ebene sich zu verändern. Ja, und da kam mir NLP natürlich wie gerufen, dann habe ich NLP gemacht, habe damit angefangen, dann habe ich mich am 1. März 2001 selbstständig gemacht, also knapp vor 20 Jahren, wir haben gerade 20-Jähriges gefeiert. Und dann hatte ich in der Tat einen Schlüsselmoment. Das war in der Traumatherapie 2004. Das war die 4. Sitzung mit einer Klientin. Die kam rein. Wir setzen uns hin. Ich frage sie, wie geht's Ihnen heute? Und sie sagt, mir geht's gut. Und sieht, so wie ich es gerade gemacht habe, sieht natürlich im Podcast keiner, die Augenbraueninnenseiten hoch. Also eine kurze Faltenbildung, Querfalten auf der Stirnmitte. Und ich wusste damals nicht genau, was es bedeutet, war aber kurz irritiert. Ich habe gesagt, sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht? Und dann guckt sie mich an und sagt, ja, und zieht die Augenbraueninnenseiten wieder hoch. Und dann habe ich sie angeguckt und ich kann mich noch heute an diesen Gesichtsausdruck erinnern in dem Moment.
gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie verzweifelt sind. Und dann hat sie mich angeguckt und auf einmal sind die Tränen gelaufen und dann hat sie mir gestanden, dass sie gerade überlegt hat, sich das Leben zu nehmen. Und das war für mich ein Schlüsselmoment, wo ich danach dachte, was wäre passiert, wenn ich dieses Signal nicht gesehen hätte? Mhm. Und dann habe ich mich angefangen, mit Körpersprache zu beschäftigen, mit Mimik zu beschäftigen. Habe dann irgendwie gemerkt, dass in den Büchern, das hat mir irgendwie alles nicht gereicht. Ich hatte das Gefühl, das ist so, ach, teilweise mythenbehaftet, da stehen Dinge drin, die sich mit meiner Erfahrung nicht gedeckt haben. Und dann bin ich irgendwann auf die Studien dazu gestoßen, habe mich mehr mit der Wissenschaft der Mimikerkennung beschäftigt. Und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Dann habe ich angefangen, Dinge zu sammeln, zusammenzutragen. Habe dann 2011 all die Dinge genommen und zusammengeführt in die Mimikresonanzmethode. Und dann habe ich 2012 das erste Mimikresonanztraining gegeben. Ich habe davor natürlich schon Seminare gegeben zu dem Thema, aber nicht so konzeptuell. Das heißt, ich habe alles zusammengeführt. Mir lag es am Herzen, ein Framework zu kreieren. Das heißt, Mimikresonanz gibt es seit 2011 und jetzt haben wir 2021, also auch mittlerweile 10 Jahre. Und ich habe in den 10 Jahren und gerade in den letzten 3 Jahren, also ein Jahr zurück vom Lockdown und dann die 3 Jahre davor, sehr viel Zeit benutzt, um alles zusammenzutragen, dann nochmal sehr intensiv. Wir haben mittlerweile in der Akademie eine eigene Forschungsabteilung und ich habe alle Studien zusammengetragen, die ich zu nonverbaler Kommunikation finden konnte. Einmal zum, wie kann ich andere besser lesen, aber auch zum Thema Wirkung und Menschenkenntnis. Wie kann ich erkennen an der Körpersprache, wie jemand tickt? Mhm. Und habe die Körpersprache in 8 Kanäle unterteilt. Mimik, Gestik, Kopfhaltung, Fuß-Bein-Verhalten, Psychophysiologie, also sowas wie Atmung, Gänsehaut. Ich wollte einfach die Körpersprache komplett verstehen und habe damit sowas kreiert wie ein Periodensystem der Körpersprache, was ich dann in meiner Mimikresonanz-Profi-Box in dem Werk, was vor einem Jahr rausgekommen ist, zusammengetragen habe. 170 Signale, alles untermauert mit wissenschaftlichen Studien, weil es mir einfach am Herzen lag, anderen diese Möglichkeiten zu geben, weil ich glaube, dass es, egal in welchem Bereich, sei es jetzt als Coach, als Therapeut oder sei es im Sport, wir können es uns nicht erlauben, bestimmte Signale nicht zu sehen. Wie in meinem Fall, ob es jetzt sowas wie eine innere Kündigung bei einem Mitarbeiter ist, ob es in der Partnerschaft ist, die Frage, wie erkenne ich eigentlich, dass mein Partner, meine Partnerin schon ausgestiegen ist, dass meine Ehe vielleicht vor dem aussteht. Weil ich glaube, wenn ich weiß, was Sache ist, dann kann ich auch was tun. Und das führt zu lustigen Begebenheiten. Also ich habe mit der Polizei gearbeitet, auch mit der Justiz schon gearbeitet, aber mache eben auch viel für die Presse. Ich habe zum Beispiel 7-mal in Folge prognostiziert, wer beim Bachelor gewinnt. Das heißt, ich gucke mir die erste Folge an, gucke mir die Signale an, von ihm, von ihr, wenn sie aus dem Auto steigt. Der ein oder andere kennt den Bachelor vielleicht, diese Kuppelshow auf RTL. Und dann sah ich anhand der Signale, wer gewinnt. Und dann lag ich 7-mal in Folge richtig, jetzt gerade wieder. Und eigentlich wollte ich es nicht mehr machen, weil ich habe beim Mal davor sogar prognostiziert, wer wird Erster, wer wird Zweiter, wer wird Dritter. So, und das sind so lustige Randerscheinungen. Genau, also deswegen ist es ein Thema für mich, was ich mit sehr viel Herzblut, mit sehr viel Leidenschaft mache. Und daran merkt man vielleicht schon, was mir wichtig ist, ist den Dingen auf den Grund zu gehen, in die Tiefe zu gehen, Dinge im Kern zu verstehen. Und deswegen interessiert mich nicht nur die Körpersprache, die nonverbalen Signale an der Oberfläche, wie damals 2004 bei meiner Klientin, sondern die Frage, die ich mir stelle, ist, was kann ich aufgrund der nonverbalen Signale über den Menschen sagen? Was kann ich über die Emotionen sagen? Und das hilft natürlich im Coaching wahnsinnig, weil ich die emotionalen Kernthemen schneller erkenne, wenn ich einen Blick dafür habe. Weil viele Menschen vergessen, wir sind nonverbale Wesen. Wir kommunizieren über Körpersprache viel, viel länger als über Worte. Sprache ist maximal 40.000 Jahre alt. Damit will ich nicht sagen, dass Sprache irrelevant ist. Ich glaube nur, wir brauchen den Blick für beides. Für die stille Sprache des Körpers und für die Worte. Ich meine, es ist ja auch so eine Übung, die ich ganz gerne auch in Seminaren mache, einfach so, wie viele Finger hat die Hand? Und dann sagen die meisten ja 10.
und hören mir gar nicht zu, was ich wirklich gefragt habe, weil ich einfach beide Hände zeige und öffne und dann sagen sie, ja, 10. Ja. Und haben nicht gehört, dass ich gefragt habe, wie viele Finger hat die Hand. Jetzt, vor allem für Leute, die halt in diesem Coaching-Business unterwegs sind, die halt sagen, boah, ich brauche die Methode. Ganz viele verzerren und verhaken sich ja in dieser Methodenfindung. Was ist die richtige Methode? Ach, die ist gut. Ach, die ist noch besser. Was sagst du eigentlich dazu? Also zu diesem Methodenchaos zum Teil auch und dass manche Menschen immer meinen, sie müssen so viele Methoden können, bevor sie überhaupt mit Leuten arbeiten können. Du hast nämlich vorhin, bevor wir den Podcast begonnen haben, sowas Schönes auch erzählt zu Methoden und zu der Anwendbarkeit. Das wäre super, wenn du das nochmal so ein bisschen anspielen könntest. Ja, ich hole da auch nochmal ein bisschen aus und gehe mal ein bisschen zurück auf einen Schlüsselmoment, der mich sehr geprägt hat. Ich bin in Berlin aufgewachsen, 500 Meter von der Grenze, von der Mauer entfernt. Ich weiß noch, dass wir als Kind an der Berliner Mauer gespielt haben. Ich erinnere mich an sehr brenzliche Situationen, zum Beispiel, da war ich 9, da hatte ich ein Spielzeuggewehr und dann haben wir die Idee gehabt, wir legen auf die Grenze an. Das war keine gute Idee, weil die zurück angelegt haben. Wenn man darüber nachdenkt, heute denkt man, okay, das hätte auch schief gehen können. Und mein Onkel, also der Bruder meines Vaters, der hat mit seiner Familie in Ostberlin gewohnt. Und was ich damals nie verstanden habe, war, warum wir eine Grenze passieren müssen, warum wir kontrolliert werden, wenn wir unsere Familie besuchen. Und ich erinnere mich noch heute an den 9. November 89. Und es war 23 Uhr 22 und es war ein Donnerstag. Das weiß ich heute noch, weil Freitag eine Mathearbeit in der Schule anstand. Ich hätte schon schlafen müssen. Und ich weiß noch heute, wie ich im Bett lag und auf einmal im Wohnzimmer die Stimme meines Cousins gehört habe. Und dachte, das kann nicht sein. Und dann bin ich aufgestanden und dann saß der im Wohnzimmer. Und das war der Moment, wo ich erfahren habe, die Mauer ist gefallen. Und dieser Moment hat mir wie kein anderer gezeigt, dass eine wirkliche Verbindung und wahrer Fortschritt nur möglich ist, wenn wir Brücken bauen statt Mauern. Und wenn ich heute in die Gesellschaft gucke, lass uns Corona als Stichwort nehmen, dann macht mich eine Sache sehr betroffen. Ich glaube, dass wir in Krisen eigentlich zusammenstehen sollten als Gemeinschaft. Und was gerade hier passiert ist, dass eine Krise die Gesellschaft noch mehr spaltet. Und das sollte uns zu denken geben. Ich habe das Gefühl, wir fangen wieder an, obwohl die Menschheitsgeschichte insgesamt eigentlich eine Geschichte von Brückenbauen war. Ja, die Staaten Verbunde wurden immer größer. Früher gab es Clans, dann wurden die Verbunde größer. Wir haben halt sowas wie die EU, wir haben die NATO und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass wir gerade eine kleine Gegenbewegung haben. Dann gibt es sowas wie den Brexit. Ja, internationale Verbindungen werden wieder abgebaut. Wir fangen wieder an, Mauern zu bauen, auch in unserer eigenen Gesellschaft. Und deswegen ist eine Sache, die mir am Herzen liegt, Brücken zu bauen, zu vernetzen. Und ich glaube, und ich weiß nicht, ob es an diesem Moment lag, aber es kann sein. Ich glaube, dass das wichtig ist. Und was ich bei mir merke, ist, dass ich gar nicht anders kann, als vernetzt zu denken. Mhm. Ich lese zum Beispiel mittlerweile keine Bücher mehr, ich lese Studien. Und da lese ich 5 bis 10 Stück am Tag zu meinen Bereichen. Und dann merke ich, wie mein Gehirn von alleine anfängt, Dinge zu vernetzen, zusammenzubauen. Und als ich damals NLP gelernt habe, hatte ich eine Lieblingstechnik, die schnelle Phobietechnik. Ja, da, für die, die es nicht kennen, das funktioniert so, man sitzt im Vorführraum eines Kinos, sieht sich im Kino sitzen, wie man sich auf der Leinwand sieht in irgendeiner Situation, die einen blockiert, wo man Angst hat zum Beispiel. Und dann sieht man diesen Film in Schwarz-Weiß, in doppelter Dissoziation quasi, und dann wird dieser Film zurückgespult. Und das macht man mehrmals und damit löst man diese emotionale Blockade. Das hat hervorragend funktioniert. Ich glaube, damit habe ich hunderte von emotionalen Blockaden weggespult, in Anführungsstrichen. So, ich habe dann EMDR kennengelernt, wo man eine schnelle Augenbewegung, eine Stimulation von schnellen Augenbewegungen erzeugt im Coaching. Der Klient guckt auf Finger, die Finger werden bewegt und auch das hat hervorragend funktioniert. Dann habe ich 2003 EDXTM gelernt bei Fred Gallo. Das ist eine Klopftechnik, eine Klopfintervention. Da klopft man auf bestimmte Punkte, denkt dabei an den Stress und auch das hat hervorragend funktioniert. Und dann hatte ich auf einmal ein Problem, weil ich habe mich an einem Tag gefragt, was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinem Klienten? Also Rückwärtsspulen funktioniert, die Augenbewegungen funktionieren und das Tappen funktioniert.
Aber wie kann es denn sein, dass drei Dinge, die so unterschiedlich sind, auch von der Begründung, alle funktionieren? Und das war für mich der Startschuss, nach den übergeordneten Wirkfaktoren zu suchen. Mich zu fragen, was ist eigentlich das Übergeordnete, was wirkt? Und hier merkt man wieder das Prinzip, es geht um Brückenbauen. Es geht nicht um die Frage, was unterscheidet uns von anderen, sondern was verbindet uns mit anderen? Was ist das Gemeinsame? Und ich glaube übrigens, dass die Frage uns als Menschheit massiv nach vorne bringen würde. Wenn wir diskutieren, uns zu fragen, was ist das Gemeinsame, was verbindet uns, statt was trennt uns, was unterscheidet uns? Und das halte ich auch im Coaching für wahnsinnig wichtig, weil bitte, wenn nicht wir als Coach, wer dann sollte befähigt sein, diese Frage zu stellen? Und das führt uns jetzt weg von methodischen Schulen. Das führt uns hin zu einem integrativen Ansatz. Deswegen habe ich MTRS zum Beispiel auch als integrativen Ansatz entwickelt. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die übergeordneten Wirkfaktoren, um zu verstehen, was lässt emotionale Veränderung eigentlich wirklich gelingen? Weil dann werden wir nicht nur frei von Methodenballast, sondern wir werden flexibler. Und wenn ich die zugrunde liegenden Prinzipien verstanden habe, dann kann ich mich als Coach auch weiterentwickeln. Ja, ich sage in der Ausbildung bei uns immer, das, was wir uns heute anschauen, ist die heutige Variante von MTRACE. Ich habe keine Ahnung, wie die Variante in 5 Jahren aussieht. Was ich aber weiß, ist, dass die heutige Formulierung, die Ausformulierung, die Gestaltung, wie wir es heute machen, schon überholt ist. Jetzt schon überholt ist. Weil ich glaube an Fortschritt. Und ich stelle mir einmal im Jahr die Frage, wenn ich das weiß, was ich heute weiß, würde ich dann das tun, was ich heute tue? Und wenn die Antwort nein ist, lasse ich es. Und das mache ich im Coaching genauso konsequent. Weil ich glaube, wir machen manchmal einen Fehler. Wir verlieben uns in die Dinge, die wir tun. Wir verlieben uns in die Dinge, wie wir sie erklären. Die Art, wie wir Dinge erklären. Und das ist, glaube ich, ein Fehler. Ja, nehmen den Lockdown. Noch vor einem Jahr, nicht ganz, ein bisschen länger als ein Jahr, haben wir alle Seminare offline gemacht. Ich konnte mir Online-Seminare gar nicht vorstellen. Dann kam der Lockdown. Und dann haben wir innerhalb von 4 Wochen unser komplettes Seminarprogramm umgestellt. Auf Web-Occasions, wie ich es nenne. Ich habe bewusst nach einem neuen Namen gesucht, weil Webinar verbinden die meisten mit Langeweile und Web-Education, klar, Webinar und Education, aber auch Vacation. Das klingt nach Spaß, nach ja, Erholung. Hol dir ein Stück Fortbildung einfach nach Hause. Und dann haben wir angefangen, das komplette Programm umzustellen. Das Problem ist, wenn ich mich in die Dinge verliebe, wie ich sie bisher gemacht habe, wage ich diesen Schritt nicht. Aber wenn ich merke, es ist dran, sich umzustellen und darauf einzulassen, und wenn ich jetzt mal ein Jahr zurückblicke, ist es der Wahnsinn, wie Corona unsere Arbeit verändert hat und auch bereichert hat, wie das einen Innovationsstau gelöst hat und einen Schub ausgelöst hat. Das ist der Wahnsinn. Wir coachen heute momentan zu 99% rein online. Die Ausbildungen 4 Tage am Stück laufen komplett online. Und es wird angenommen und es funktioniert und es funktioniert mindestens genauso gut wie offline. Ich sage damit nicht, offline ist Vergangenheit, wird es nie wieder geben, aber es wird eine Synergie aus beiden entstehen und das ist eine wahnsinnige Bereicherung. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass wahrer Fortschritt und auch eine wahre Verbindung zu anderen Menschen nur möglich ist, wenn wir uns fragen, was ist das verbindende Element? Und das ist, ich weiß wie gesagt nicht, ob es an diesem Erlebnis damals lag, 89, aber das ist eine Frage, die ich mir immer stelle, automatisch, da kann ich gar nicht anders. Das ist ja ein Stück weit das, was ja auch einfach die Wirkung von Hypnose ja ausmacht, der Rapport zu den Leuten. Also am Ende ist es ja so, hey, du darfst dir die Frage stellen, wie du die großmögliche Liebe zu jemandem aufbaust, weil ich glaube, dann ist egal, ob du jetzt offline, online machst und du weißt, wie ist es am wirkungsvollsten für die Person, mit der du dich gerade beschäftigst und dann halt ja so ein Stück weit dein Ego halt auch verlässt, damit du dir eben nicht sagst, oh, coole Methode, die ich jetzt mache, sondern ey, was brauchst du denn eigentlich gerade? Ja, und richtig. An dem Gesichtsausdruck mit der Geschichte, die du erzählt hast, mit der Dame, die halt dann so ja, verzweifelt geguckt hat, genau. Hast du das ja dementsprechend dann ja einfach gesehen. Und das unterstützt ja wiederum, warum es auch online so gut funktioniert, weil solange du das Gesicht ja siehst, kannst du ja unheimlich viel aus dem Gesicht ablesen. Und mit der Technik, die wir heute haben, HD-Technik, in der Tat, kannst du es ja super erkennen. Und deswegen wollte ich das gerne nochmal nutzen, weil es einfach auch, weil du ja auch
im Endeffekt ein Teil unserer Coaching-Ausbildung bist und nicht nur ein kleiner, sondern Mimikresonanz ist in der Basic-Schulung drin und dann kommt auch noch M-Trace als Sondermodul bei uns vor. Und deswegen war es uns ganz, ganz, ganz lieb, jetzt mal darüber zu sprechen, einfach denjenigen auch zu hören, der letztendlich das ganze Ding auch ins Leben gerufen hat. Ja? Auch wenn das jetzt wieder ein bisschen nach Ego klingt, aber es ist halt nun mal so. Ich meine, es bedarf ja Menschen, die sich damit auch in der Form auseinandersetzen, vor allem wissenschaftlich. Lieber Dirk, weißt du, und ich habe eher das Gefühl, dass es durch mich durchfließt. Ja. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich es entwickelt habe. Ich lese halt Dinge und mein Gehirn vernetzt die Dinge. Ja, und ich merke, das passiert ganz häufig auch im Schlaf. Ich schlafe und träume irgendwas und die Dinge bauen sich zusammen. Ich habe immer das Gefühl, mein Gehirn baut die Dinge von alleine zusammen. Und deswegen spüre ich, wenn ich daran denke, auch an die Community, die mittlerweile entstanden ist. Ja, wir sind jetzt knapp an den 1000 M-Trace-Coaches dran. Die werden wir demnächst knacken. Und M-Trace gibt es seit 1,5 Jahren. Und das ist der Wahnsinn. Wir haben im Oktober 2019 angefangen. Ja, in welcher Geschwindigkeit diese Community wächst und in welcher Qualität, ist einfach Wahnsinn. Und das lässt mich, das erfüllt mich zutiefst mit Dankbarkeit, weil ich merke, es ist Zeit für ein integratives Denken. Es ist Zeit, dass wir anfangen, in Wirkfaktoren zu denken und nicht mehr in Methoden. Und ich bin extrem dankbar über diese ganzen Rückmeldungen, die wir auch darüber kriegen, wie bereit Menschen dafür sind. Und du hast das Thema Rapport gerade angesprochen. Ja, in der Wirksamkeitsforschung sprechen wir davon der therapeutischen Allianz oder im Coaching von der Coach-Klienten-Allianz, die bis zu 30-70% der Wirksamkeit ausmacht. Und das wissen wir. Und trotzdem ist die halbe Forschung, nicht die halbe, entschuldige, 90% der Forschung immer noch auf Interventionen ausgerichtet, auf die Untersuchung von Interventionen, wo man sich fragt, warum. Ja, und das ist, da kann man jetzt reingehen in den Kopf und mal genau gucken. Und das machen wir zum Beispiel auch in der Ausbildung. Wir haben ein umfassendes Online-Training, was die Leute vorbereitet, zu verstehen, warum ist denn dieser Wirkfaktor so wichtig und was passiert da? Und warum kann es ohne Allianz gar nicht funktionieren? Und in dem Moment, wo ich das verstehe, werde ich auf andere Dinge achten. Und ich verstehe mich mehr als Wirkungsdirigent, wo es darum geht, aus diesen einzelnen Wirkfaktoren eine Symphonie der Veränderung zu kreieren, einen Raum der Veränderung zu öffnen für den Klienten. Und dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Ich habe nicht mehr das Gefühl, ich bin der Held, sondern ich weiß, es geht um meinen Klienten. Und der Klient ist der Held. Und das ist, glaube ich, eine Haltung, die einigen im Markt extrem gut tun würde, sich zu vergegenwärtigen, nicht der, der auf der Bühne steht, ist der Held oder der vorne steht und auch nicht der Coach, sondern der Coach ist der Begleiter und hilft dem anderen, seine eigene Heldenreise zu machen. Boah, so schön gesagt. Ich kann da nichts mehr, ich will da auch gar nichts mehr zufügen. Danke. Lieber Dirk, wofür in deinem Leben bist du am dankbarsten? Oder fällt mir spontan meine Familie ein, meine Kinder ein. Das ist das Erste, was mir einfällt. Wofür ich jeden Morgen auch dankbar bin, ist, einen Job zu machen, den ich liebe. Ich finde, das ist das größte Geschenk. Es gibt Menschen, die haben ganz andere Probleme. Ja. Und jeden Tag aufzustehen und das zu machen, was mich erfüllt, macht mich wahnsinnig dankbar. Wenn ich in einem Seminar bin, dass da Teilnehmer sind, die mir zuhören, macht mich dankbar. Weil ich erinnere mich an die Zeit, als ich die Idee hatte. Und dann saß ich zu Hause am Computer und habe Folien entworfen, Seminare konzipiert. Aber ich hatte keine Teilnehmer, logischerweise. Ja, damals war ich noch im Studium, aber ich hatte die Idee, wow. Und das erfüllt mich jeden Tag mit Dankbarkeit, mich mit den Dingen beschäftigen zu dürfen, für die ich mich interessiere. Und dass es Menschen gibt, die sich inspirieren lassen wollen, auf diesen Austausch auch. Ich bin wahnsinnig dankbar für die Dinge, die zurückkommen, an Ideen auch. Das hat mittlerweile so eine Dynamik, dass es sich einfach wahnsinnig leicht anfühlt. So, jetzt bin ich aber mal gespannt auf deine Antwort. Und zwar gibt es ja eine Studie, ne, aus 2003 in Kalifornien zur Erforschung dessen, was Dankbarkeit mit dem Hirn macht und dass quasi es nicht möglich ist, gleichzeitig dankbar und angsterfüllt zu sein. Was sagst du denn dazu im Sinne von Übung dazu, wenn ich jetzt mich gerade nicht so gut fühle, wieder in die Dankbarkeit reinzukommen und mich somit halt wohler zu fühlen? Hast du A, einen Tipp dafür und B, was sagst du zu dieser Studie? Jetzt kann es natürlich sein, dass du was widerlegst, dann sind 2 oder 3 Podcast-Folgen von mir für einen Eimer. Also ich glaube, widerlegen gar nicht. Also Dankbarkeit ist
Ich würde es noch ein bisschen differenzieren. Dankbarkeit ist eine von 5 emotionalen Superressourcen. Wir Menschen haben ja 4 neurobiologische Grundmotive. Grundmotive, die, wenn sie erfüllt werden oder nicht erfüllt werden, eine neurobiologische Reaktion erzeugen, also eine Ausschüttung von Botenstoffen zum Beispiel. Wir haben alle ein Grundmotiv nach Durchsetzung, Einfluss. Ja, da hängt auch sowas dran, wie uns als wertig zu fühlen, selbstwirksam zu erleben. Dann haben wir alle, da hängt Testosteron dran als Dominanzhormon. Dann haben wir alle ein Grundmotiv nach Ordnung, Stabilität, danach Dinge, die uns passieren, einordnen zu können, Dinge zu verstehen. Dann haben wir alle ein Grundmotiv nach Harmonie, Geborgenheit, nach Empathie, nach Zugehörigkeit zu anderen Menschen, nach einer Verbindung zu spüren, eingebettet zu sein in eine Gemeinschaft. Harmonie, Geborgenheit. Und dann haben wir als 4. ein Grundmotiv nach Inspiration und Leichtigkeit, also nach Lust, Belohnung im Leben, nach Freude, nach angenehmen Gefühlen. Und diese vier Grundmotive bilden letztendlich sowas wie eine Basis unseres Wohlbefindens. Weil wenn die erfüllt sind, sind wir glücklich, fühlen uns wohl, sind gesund. Wenn eines dieser Grundmotive auf Dauer nicht erfüllt ist, werden wir psychisch krank. Da beziehe ich mich jetzt mit diesen Grundmotiven auf Klaus Grawe, einen sehr bekannten Psychotherapieforscher, der mittlerweile verstorben ist, ein deutscher Psychotherapieforscher. Und jetzt ist die Idee, dass diese Motive mit uns sprechen. Aber nicht auf eine komische Weise, sondern auf eine ganz praktische Weise, nämlich über unsere Emotionen. Und da gibt es ein Prinzip: unangenehme Emotionen sind Hinweisschilder auf unerfüllte Bedürfnisse. Das heißt, wenn ich sowas wie Ärger erlebe, weist das darauf hin, dass eines dieser Grundmotive nicht erfüllt ist. In dem Fall Durchsetzung, Einfluss. Jedes Grundmotiv hat spezifische unangenehme Emotionen. Und angenehme Emotionen sind Hinweisschilder auf erfüllte Bedürfnisse. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sowas erlebe wie Freude, ist mein Grundmotiv nach Inspiration, Leichtigkeit erfüllt. Oder auch Interesse zum Beispiel. Wenn man dieses Grundprinzip verstanden hat, können wir jetzt nochmal einen Schritt tiefer gehen und die angenehmen Emotionen nochmal weiter differenzieren. Die unangenehmen sind zunächst mal, ich nenne die Coping-Ressourcen, weil unangenehme Emotionen helfen uns beim Überleben. Die signalisieren, hey, das Grundbedürfnis ist gerade nicht erfüllt. Angenehme Emotionen sichern nicht das Überleben, sondern dienen der Entfaltung. Angenehme Emotionen lassen uns kreativ sein, lassen unsere Persönlichkeit entwickeln. Und da gibt es sogenannte Alltagsressourcen. Das ist was wie Freude, Interesse. Und es gibt die Superressourcen. Superressourcen haben wir in einer sehr aufwendigen Studienrecherche zusammengetragen. Das sind die Emotionen, die A, unser Ich-Gefühl mit einbeziehen und B, unseren Organismus auf eine sehr tiefe Art und Weise beeinflussen, indem sie nämlich die Herzratenvariabilität erhöhen. Also die normale Schwingungsbreite unseres Herzschlags. Ja, unser Herz schlägt ja regelmäßig, unregelmäßig. Und das ist gesund. Und diese HRV, diese Herzratenvariabilität, ist letztendlich ein Indikator in der Medizin und auch in der Psychologie, um die Effizienz unseres frontoparietalen Netzwerks zu messen. Also wie gut kann unser Gehirn unseren Stress gerade regulieren? Das ist letztendlich unser Resilienzmuskel im Gehirn, das frontoparietale Netzwerk. Und die HRV ist ein Indikator dafür, um zu sehen, wie gut das funktioniert. Und diese Superressourcen, angenehme Emotionen, die das Ich-Gefühl mit einbeziehen und eben die HAV einbeziehen, lassen sich jetzt jeder dieser Grundmotive zuordnen. Das heißt, wir haben in jedem Grundmotiv einen Hauptgenerator, der dieses Ding mit Energie versorgt und dafür sorgt, dass es balanciert ist. Im Durchsetzung, Einflussbereich ist es Stolz. Da ist die Frage, was habe ich durch mein Handeln erreicht, worauf ich stolz bin? Im Ordnungsstabilitätsbereich ist es auf einer sehr existenziellen Ebene Sicherheit, wo fühle ich mich sicher, aber auch Entspannung. Dann haben wir im Harmonie-Geborgenheitsbereich, da kommt jetzt die Dankbarkeit ins Spiel. Wofür bin ich dankbar? Dieser Bereich korreliert übrigens mit Oxytocin. So wissen wir heute, dass wenn wir dankbar sind, auch der Oxytocin-Spiegel hochgeht. Dann haben wir im Inspirationsleichtigkeitsbereich Ehrfurcht. Ehrfurcht ist die Emotion, die uns Wunder sehen lässt. Da ist die Frage, wo ist mir heute ein Wunder begegnet? Ehrfurcht korreliert negativ mit Entzündungswerten wie keine andere Emotion. Ehrfurcht öffnet uns nicht nur für die Wunder, sondern Ehrfurcht senkt auch die Entzündungswerte im Körper. Mehr als zum Beispiel Dankbarkeit. Und dann gibt es noch eine 5. Und das ist die Frage, und die erinnert mich jetzt daran, die 5., dass ich nicht alleine bin auf der Welt. Das ist die Frage,
welchen Menschen habe ich eine Freude gemacht? Wo schwinge ich mit positiv? Ja, im Buddhismus, das ist eine der vier unermesslichen Geisteshaltungen, heißt die Positivitätsresonanz, wie ich sie nenne, Mudita, Mitfreude. Das heißt, das einfach bloße positive, angenehme Mitschwingen mit anderen Menschen. So, und wenn wir, und das ist übrigens das sogenannte Mesos Meeting, diese fünf Fragen, wenn wir Kontakt haben zu diesen fünf Superressourcen, sind wir komplett in unserer Mitte, in unserer Balance. Deswegen ist mein grundsätzlicher Tipp, emotionale Ressourcen nicht eindimensional zu betrachten, nur Dankbarkeit, nur Stolz, nur Sicherheit, sondern es mehrdimensional zu betrachten in Bezug auf alle Grundmotive. Mich zu fragen, was habe ich durch mein Handeln erreicht, worauf ich stolz bin? Hier ist auch wichtig, die Stolzarten zu unterscheiden. Es gibt authentischen Stolz, der korreliert positiv mit Selbstwert. Was habe ich durch mein Handeln erreicht? Es gibt aber auch den sogenannten hubristischen, den übermäßigen Stolz, der korreliert nicht mit einem positiven Selbstwert, sondern mit Narzissmus. Ja, das wäre, wenn ich meinen Erfolg meiner Identität zuschreibe und nicht meinem Handeln. Ich habe eine Prüfung bestanden und sage, ich habe bestanden, weil ich so intelligent bin. Das wäre hubristischer Stolz. Ich habe die Prüfung bestanden, weil ich so viel gelernt habe dafür und mich angestrengt habe. Das ist authentischer Stolz. Also deswegen, was habe ich durch mein Handeln erreicht, worauf ich stolz bin? Wo habe ich mich heute sicher gefühlt oder einfach nur entspannt? Wofür bin ich dankbar? Wo sind mir Wunder begegnet? Wo habe ich Ehrfurcht gespürt? Und welchen Menschen habe ich eine Freude gemacht? Weil wenn ich jemandem eine Freude mache, schwinge ich automatisch mit. So, diese fünf. Also das ist meine erste Idee, das mehrdimensional zu betrachten. Weil es kann durchaus Momente geben, und jetzt komme ich nochmal zur Angst. Angst liegt grundlegend im Bedürfnisfeld von Ordnung, Stabilität. Da wäre Sicherheit und Spannung die Ressource, die das quasi runterfährt. Also bei Angst wäre die entscheidende Frage, was kann ich für mich tun, damit ich mich sicher fühle? Aber auch Dankbarkeit hilft hier, weil Dankbarkeit und Sicherheit unser emotionales Sicherheitssystem runterfahren und beruhigen. Und bei Dankbarkeit hat es einen ganz klassischen Grund. Da gucken wir mal in die Neurobiologie. Dankbarkeit erhöht den Oxytocin-Spiegel. Und Oxytocin, jetzt müssen wir mal ins Gehirn gucken, wo Oxytocin-Rezeptoren sind. Oxytocin-Rezeptoren gibt es zum Beispiel im frontoparietalen Netzwerk, im präfrontalen Kortex, in dem Hirnareal, das für die Emotionsregulation sorgt. Und spannenderweise, da gibt es gerade eine neue Studie zu, auch in der Amygdala, gibt es Bereiche, wo Oxytocin andocken kann. Und aus Studien wissen wir, dass Dankbarkeit a. die Bereiche im Gehirn aktiviert, die für eine Emotionsregulation sorgen und b. auch direkt angst- und stresslösend in der Amygdala wirkt, in unserem, könnte man sagen, limbischen Alarmzentrum, im Chef des Stressnetzwerks. So, von daher, neurobiologisch fährt Dankbarkeit in der Tat die Angstnetzwerke im Kopf runter und sorgt dafür, dass wir uns entspannen. Die Erfahrung, die ich im Coaching gemacht habe, ist, dass Dankbarkeit allerdings nicht immer die richtige Ressource ist. Die Frage ist, worauf richtet sich die Angst? Na klar kann Dankbarkeit helfen, aber manchmal helfen andere Emotionen viel mehr. Ja, manchmal ist Stolz zum Beispiel auch eine wahnsinnig wichtige Emotion, weil der Punkt ist, jede dieser fünf Superressourcen, die ich genannt habe, Stolz, Sicherheit und Spannung als Doppel, als Duo, Dankbarkeit, Ehrfurcht und Positivitätsresonanz. Jede dieser fünf Superressourcen erhöht die Herzratenvariabilität, fährt also den präfrontalen Kortex hoch und leitet damit eine Emotionsregulation ein. Und deswegen wäre mein Tipp, in jeder Situation immer zu gucken, einfach mal reinzuspüren, sich erstmal eine Ressourcenapotheke zu kreieren, Momente zu schaffen, ein Kraftbuch zu führen, wo ich für jede dieser Superressourcen Momente habe und dann mal zu gucken, in dem Moment, wo ich merke, ich bin gerade nicht in meinem Gleichgewicht, zu gucken, was ist die Emotion, die ich gerade brauche, die mich am meisten balanciert, wieder in mein Gleichgewicht bringt. Also im Endeffekt hast du ja jetzt auch eine Anleitung dafür gegeben, zu ermöglichen, die super Ressource zu finden, die ich jetzt tatsächlich benötige. Und in dem Falle nicht nur, wie aktiviere ich die Dankbarkeit, sondern halt, vielleicht brauche ich auch was ganz anderes als die Dankbarkeit. Richtig. Ja, vielen lieben Dank und geniale Erklärung und schön, dass es dann doch nicht widerlegt wurde jetzt. Welche Superkraft würdest du dir wünschen, wenn du jetzt morgen aufwachst, stehst auf und du hast auf einmal eine neue Fähigkeit oder eine Superkraft? Welche wäre es? Oh, das kann ich direkt beantworten. Ich würde gerne meine Hand auf ein Buch legen können und es macht einfach... Also
super, super Speedreading quasi. Genau. Habe ich gerade gedacht, als ich deine Bibliothek gesehen habe, habe ich auch gedacht, da würde ich auch gerne einfach so drüber gleiten und dann echt so einmal ablesen, einmal abscannen. Wie so ein Dokumentenscanner, ne? Genau. Ja, stimmt. Was würdest du denn damit machen, wenn du das dann auch könntest? Also was würde das dann für dich bedeuten? Oh, ich würde genau das machen, was ich jetzt gerade mache. Ich würde dieses Wissen nutzen, um es zu vernetzen und um die Konzepte, die letztendlich ja dafür sorgen sollen, dass wir unsere innere Welt meistern, um die weiterzuentwickeln, um noch effektivere Übungen zu entwickeln, noch effektivere Interventionen zu entwickeln, die es uns helfen, zu dem zu werden, der wir wirklich sind. Und die uns helfen, andere Menschen wirklich zu verstehen. Weil Elon Musk hat mal die Vision formuliert, dass aus der Menschheit eine multiplanetarische Gesellschaft wird. Dass wir irgendwann nicht nur auf der Erde wohnen, weil er davon ausgeht, dass die Erde irgendwann eh platt ist, sondern dass wir auch andere Planeten bewohnen. Und ich glaube, dass es zusätzlich wichtig ist, dass bevor wir andere Planeten bevölkern und mit den Planeten genau das Gleiche machen, was wir gerade mit dem Planeten Erde machen, dass wir unsere eigenen Themen erstmal lösen, unsere eigenen Hausaufgaben machen. Und das heißt, die innere Welt der Emotionen zu meistern. Weil ich glaube, wenn wir das gemeistert haben, dann erst ist ein wirkliches Lebensglück möglich und dann ist wirklich erst der Fortschritt möglich, den wir uns wünschen, auf eine ökologische Art und Weise. So, und deswegen würde ich das genau dafür nutzen. Auch bitte, wir haben einen gemeinnützigen Verein gegründet mit dem Ziel, das Fach emotionale Intelligenz an die Schulen einzuführen. Hm. Weil ich glaube, dass wir in der Schule viel zu viel lernen, was überhaupt nicht nötig ist. Ja, warum lerne ich die Anatomie des Regenwurms? Warum lerne ich in Mathe Dinge, die ich nie wieder brauche? Warum lernen wir nicht Dinge, die fürs Leben wichtig sind? Warum lernen wir nicht, wie man lernt? Warum lerne ich nicht? Liebe? Ja, das ist der Punkt. Wie können wir unsere Beziehungen glücklich gestalten? Wie können wir mit Angst umgehen? Ich finde, das sind Dinge. Wie gehe ich mit Finanzen um? Exakt. Na. Das sind Dinge, die wir lernen sollten. Also ich stelle mir einen Mensch, der aus der Schule kommt, emotional fit und lebensfit vor. Und nicht jemanden, der die Anatomie des Regenwurms aus dem FF runter erzählt. Ja, und deswegen würde ich all das nutzen, was ich da im Kopf vernetze, um genau dafür Modelle zu entwickeln. Gibt es bei dir eine Sache in deinem Leben oder in deiner Vergangenheit, die du gerne ändern würdest, wenn du sie ändern könntest? Oder auch, du kannst es auch auf die Menschheitsgeschichte beziehen. Also da alles, was ich bisher gemacht habe, zu dem geführt habe, wo ich jetzt bin, würde ich grundlegend erstmal nichts ändern. Mhm. Weil ich glaube, dass jeder Fehler in Anführungsstrichen wichtig war, um an den heutigen Moment zu kommen. Ich würde zum Beispiel gar nicht darauf verzichten wollen, ein halbes Jahr Beamter gewesen zu sein, auch dieses Studium gemacht zu haben, weil es sicherlich zu der Art und Weise beigetragen hat, wie ich mich heute fühle, wie ich heute denke. Mhm. Und da ich dankbar für das Leben bin, was ich lebe, sehe ich auch einen Sinn in den Dingen, die bisher passiert sind. Also deswegen müsste ich jetzt mal lange überlegen, ob es vielleicht irgendeine Kleinigkeit gibt, die ich mir anders wünschen würde, aber spontan fällt mir da nichts ein. In der Menschheitsgeschichte, gäbe es da irgendetwas, was du ändern würdest? Also du könntest auf irgendetwas Einfluss nehmen in der Geschichte unserer Menschheit? Auch wenn du nicht weißt, was daraus vielleicht wiederum Negatives entstehen könnte, klar. Ja, also das ist der Punkt, ne? Es ist so komplex, dass wir manchmal an einer Schraube drehen. Also wenn ich eine Sache verändern würde, dann wäre es, dass wir serienmäßig mit dem Bewusstsein geboren werden, wie wichtig es ist, mit unseren Emotionen auf eine gesunde Art und Weise umzugehen. Dass wir dafür eine Bewusstheit haben. Und wie eine Art Selbstmitgefühl entwickeln. Genau. Mhm. Was ist das Wertvollste, das du gelernt hast in deinem Leben? Das Wertvollste, was ich gelernt habe, ist auch aus den Sachen, die ich eigentlich schon erzählt habe. Und das spiegelt sich gut wieder in einem Zitat von Joseph Campbell, einem der größten Mythenforscher unserer Zeit, der Vergangenheit. Der hat mal gesagt, folge deinem Glücksgefühl. Das lässt sich nicht eins zu eins leider übersetzen. Follow your bliss.
Folge deinem Glücksgefühl, deinem Herzen und das Universum wird dir Türen öffnen, wo vorher nur Wände waren. Und das ist die Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe. Dass, wenn ich meinem Herzen folge, diesem inneren Glücksgefühl, nicht dem spontan kurzen Glück, sondern dem tiefen Glücksgefühl, dass es dann leicht ist. Das ist für mich das Wichtigste. Dankeschön. Du bist im Übrigen jetzt so bei der 5. Frage angelangt, nur damit du Bescheid weißt. Schwerste Zeit beinhaltet das Thema jetzt dieser Frage. Was war dein schwerster Moment im Leben oder schwerste Phase? Und wie hast du die vor allem überstanden? Oh, die schwerste Phase war 2005, 2006. Hat damit begonnen, dass ich hier in Berlin auf der Heerstraße gefahren bin. Das ist eine vierspurige Straße, die man jeden Tag fährt. Vierspurig. Und ich bin morgens von dem Termin gekommen, bin auf dem Weg nach Hause gewesen und mir war auf einmal irgendwie schlecht. Und ich dachte, es ist eine Magen-Darm-Grippe oder so, aber nach Hause schaffe ich es noch. Und dann sind mir mitten beim Fahren die Lichter ausgegangen. Das heißt, ich bin einfach ohnmächtig geworden und bin dann der Fuß war auf dem Gaspedal, Lenkrad umgeschlagen und über die Gegenfahrbahn und volle Kanne gegen eine Wand gekachelt. Und dann bin ich aufgewacht. Ich dachte, ist ja alles in Ordnung, im Auto sah es noch gut aus. Bis auf den Umstand, dass ich mir in die Hosen gemacht hatte. Und dann klopfte jemand an meine Scheibe und ich kurbelte die Scheibe runter und sagte, ja, ist alles gut, ich fahre gleich weiter. Und dann guckte er mich an und sagte, ich fahre nirgendwo hin. Das hatte der komplette Unterboden war abgerissen. Das Auto war total Schaden. Airbag war witzigerweise nicht offen, aber mir war zum Glück nichts passiert und auch keinem anderen. Ja, und das sind Momente, wo ich das Gefühl habe, das ist ein Schutzengel, der irgendwie auf mich aufpasst. Da haben sie mich ins Krankenhaus gebracht, durchgecheckt, nichts gefunden, bin ich nach Hause. Halbes Jahr später passiert mir das Gleiche morgens um 6.30 Uhr im Flieger nach München. Ja, ich kipp um, wach wieder auf, die Stewardess kommt, sagt, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ich sage, ja, können wir starten? Ja, ist alles gut. 2 Minuten später kommt sie wieder, geht leider nicht. Der Captain hat gesagt, sie müssen aussteigen, wenn es oben nochmal passiert, wir haben keinen Arzt an Bord und so weiter. Also ich gesagt, okay, dann wollte ich aufstehen, habe gesagt, ich kann leider nicht aufstehen. Geht nicht. Wenn ich aufstehe, kippe ich wieder um. Haben wir die Feuerwehr gerufen. Es war natürlich totale Party in dem Flieger. Morgens 6.30 Uhr Businessflug, mittlerweile war es 7.10 Uhr. Der Slot war weg. Um 7:30 war dann die Feuerwehr da. Dann haben die mich rausgeholt, ins Krankenhaus gebracht, durchgecheckt, nichts gefunden. Da hat meine Frau damals gesagt, wir lassen es jetzt nochmal richtig durchchecken. Dann haben die mich auf den Kopf gestellt, MRT vom Kopf gemacht und so weiter. Und dann erinnere ich mich noch heute noch an den Anruf. Es war ein Mittwoch, 16.30 Uhr. Sie müssten nochmal wiederkommen, da ist ein Schatten in Ihrem Gehirn. Könnte ein Tumor sein, wissen wir aber nicht genau. Wir müssen das Ganze nochmal mit Kontrastmitteln machen. Das Witzige, was ich, wenn ich daran denke, noch weiß, ist, dass ich trotzdem entspannt war. Ich hatte am nächsten Tag ein Seminar, was ich besuchen wollte und habe gesagt, ich komme dann nächste Woche. Und dann hat meine Frau zu mir gesagt, du gehst da morgen sofort hin. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir waren am nächsten Tag da. Und dann konnte man es nicht genau sagen, weil dieser Schatten war so tief im Gehirn, dass man da keine Autopsie hätte machen können. Und deswegen musste ich alle 3 Monate in die Röhre und dann wurde nachgeguckt, ist das Ding gewachsen oder nicht. Also es ist gutartig gewesen, es ist nicht gewachsen, alles gut. Aber es war natürlich ein Schock. Aber das Fatale war, ich bin alle circa 6 Monate einfach umgekippt. Und die Aura war Übelkeit davor. Und wenn man erstmal anfängt, seinen Körper zu beobachten, dann merkt man, ja, so leicht übel ist einem immer mal. Und dann hieß es wäre Epilepsie. Dann habe ich Medikamente bekommen, Antiepileptika, hat aber auch nicht geholfen. Das heißt, ich habe gemerkt, wie ich das Vertrauen in meinen Körper verloren habe. Es ist meistens morgens passiert. Also habe ich aufgehört, morgens anzureisen, auf Seminare zu gehen, sondern bin abends angereist.
wenn ich Seminare gegeben habe. Ja, und dann hat es dazu geführt, dass ich teilweise nachts um 3 aufgewacht bin. Dann war mir übel und dann wusste ich, ich habe noch 10 Minuten. Und das Unangenehme war, ich habe mir meistens auch eingepullert dabei. Und ich kann mich an zig Nächte erinnern, die ich auf einem Boden verbracht habe. Ich habe dann mich in die Wanne gelegt und da geschlafen. Ja, oder in einem Hotel ein Handtuch auf den Boden gelegt und einfach auf den Boden gepennt. Im Bad. Für den Fall, dass ich umkippe. Bitte nicht jede Nacht, aber wenn ich irgendwie gemerkt habe, es fühlt sich komisch an. So, und das war eine Zeit, das waren insgesamt 5 Jahre, wo ich einfach gemerkt habe, ich habe kein Vertrauen mehr in meinen Körper. Und das führt einen so zu elementaren Fragen. Wir haben dann irgendwann mich nochmal durchchecken lassen. Es kam raus, es ist keine Epilepsie bei genauerem Hinsehen. Die Medikamente ausschleichen lassen. Ich habe natürlich auch über Coaching viel daran gearbeitet. Also lange Rede, kurzer Sinn, es war von heute auf morgen weg. Und es weiß bis heute keiner, was es war. Aber das war eine sehr harte Phase, eine sehr harte Zeit, wenn man seinem Körper nicht mehr vertraut und denkt, egal wo du bist, es könnte sein, dass du umkippst. Das heißt, ich durfte auch kein Auto fahren in der Zeit, logischerweise, weil es zu gefährlich war. Ja, aber das Schlimmste war eben dieses Vertrauen, was nicht mehr da war in den eigenen Körper, zu denken, du kannst jederzeit umkippen. Wie ist es jetzt mit dem Vertrauen in deinen Körper? Das ist komplett wieder da. Wie hast du das gemerkt? Also wodurch kam es wieder zurück? Und vor allem, was hast du gemacht in der Zeit, also dass du damit auch gut zurechtgekommen bist? Also ich meditiere viel, ich meditiere jeden Tag 30 Minuten mindestens. Ich arbeite natürlich auch sehr viel mit Ressourcenaktivierung. Ich lasse mich selber immer wieder coachen. Und das sind Dinge, die mich auch wieder stabilisiert haben letztendlich. Und was war so für dich der Aha-Moment, dass das Vertrauen wieder zurückkam in deinen Körper? Woran hast du das gemerkt? Ja, das ist einfach ein Gefühl, was ich im Körper habe. Wie hast du dich dann gefühlt? Sicher, als du das gemerkt vertraut. Hast? Also einfach zu wissen, es ist gar nicht so leicht, in Worte zu fassen, ehrlich gesagt. Einfach zu vertrauen, es ist gut so, wie es ist. Ja, auch in dieser Zeit schon, als es noch nicht vorbei war. Sondern zu wissen, es ist gut so, wie es ist. Und ich glaube, Dankbarkeit war auch ein Schlüssel, auf die Dinge mich zu fokussieren, die da sind, und das Vertrauen zu haben, es wird irgendwas Gutes haben. Es ist für irgendwas gut. Ja, ich habe irgendwann dann angefangen, darauf zu vertrauen, und das war, glaube ich, der Schlüssel im Rückblick. Ich habe darüber noch nie nachgedacht. Zu vertrauen, dass es gut ist, so wie es ist, dass es für irgendwas gut sein wird im Leben. Aber das ist ja genau das Schwierige, wo sich so viele drin befinden, wenn sie so etwas haben. Fangen wir an, Strategien zu entwickeln, wie wir damit umgehen können. Dann legen wir uns sogar auf den Badezimmerboden, auf ein Handtuch, ja. Was wir so normalerweise sagen, oh, könnte ich nicht. Aber wir können es dann in der Situation. Und wir entwickeln Strategien, wie wir trotzdem irgendwie weiterleben können. Wir reisen dann abends an, statt morgens anzureisen. Wir wissen, das Risiko ist da, und fangen an, alles umzumodeln. So, und auf einmal kommt dieser Moment, in dem es wieder so normal ist, was für uns dann wiederum außergewöhnlich ist. Ja. Und dann fängt er an, in uns irgendwas zu passieren, und dann erkennen wir, oh schön, super, der Moment ist natürlich toll und auch die Zeit danach. Aber diese Zeit, in der wir das gerade erleben, scheint ja unendlich. Wir wissen nicht, wann ist dieser Endzeitpunkt, weil den gibt es ja vielleicht gar nicht. Mhm. Der bedeutet ja für uns, oh Gott, das habe ich jetzt wahrscheinlich, bis ich tot bin. So ist ja quasi dieses Hirnmuster, was ja dazu führt, dass wir uns so verändern. Also so meine Laien-Ausdrucksweise dazu. Aber letzten Endes, diese Erkenntnis doch noch schon zu haben oder diese Idee zu haben, dass daraus was entstehen mag, was Tolles, das ist ja für viele so unendlich schwierig. Ja. Wie hast du das da gemacht? Also war das dann die Meditation? War das das Coaching? War das die Kombination? Oder ist es deine Verhaltensstruktur, dein Charakter? Also ich glaube, es hat viel mit der inneren Haltung natürlich zu tun. Aber auch klar, mit den Übungen, die ich immer wieder mache, das sich über Jahre auch coachen lassen. Ich glaube, das ist ein Mix aus allem. Es ist natürlich nachher total schwer,
zu sagen, es ist genau die eine Sache. Ich glaube, es ist nicht die eine Sache. Es ist eher die Bandbreite an Dingen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir emotionale Ressourcen, wenn ich von diesen Superressourcen ausspreche, dass wir die kultivieren. Dass wir nicht nur mal das aktivieren, sondern es zu einer Gewohnheit machen, zu einem Denken, zu einem regelmäßigen Fühlen. Wir haben die sogenannten Basalganglien im Kopf. Das sind ist der Bereich im Gehirn, der für Gewohnheiten zuständig ist. Das ist unser Gewohnheitsgedächtnis. Da haben wir Fühlschleifen, Denkschleifen, Handlungsschleifen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir weggehen von eine Intervention macht den Unterschied hin zu, wie kann ich die richtigen Gefühlsgewohnheiten, Denkgewohnheiten entwickeln. Dann ist es nicht schlimm, wenn ich mal einen anderen Gedanken habe, sondern was baue ich als Gewohnheit auf? Und wenn ich diese Superressourcen zum Beispiel immer wieder aktiviere durchs Misos-Meeting, jeden Abend die Frage stelle, 15 Sekunden dieses Gefühl spüre, dann wird es zu einer Gewohnheit, ins Gleichgewicht zu kommen. Und wenn ich einen Zugang habe zu diesen Superressourcen, dann entwickle ich auch den Glaubenssatz, die Haltung, ich kann mit den Dingen umgehen, die mir passieren. Ich bin der Herausforderung gewachsen. Weil eine Herausforderung heißt ja nicht umsonst Herausforderung, weil sie uns herausfordert aus den alten Gewohnheiten. Ja, sonst würde sie ja Hineinforderung heißen, wie es Frau Birkenbiel mal gesagt hat. Also da ist die deutsche Sprache auch immer sehr weise, finde ich. Und was brauchen wir, wenn wir herausgefordert werden? Wir brauchen ein Vertrauen, dass die Ressourcen trotzdem da sind, dass ich dem gewachsen bin. Mich oft mythisch formuliert, diese Heldenreise zu begeben. Und deswegen glaube ich, ist das der Kern, bedingungslos zu glauben, dass das gut ist, was mir gerade passiert, dass es irgendeinen Sinn haben wird und das häufig genug erlebt zu haben im Leben, immer wieder gespürt zu haben. Und dann, ich sag mal, Vertrauen ist ja da, ohne Beweise zu haben. Zu vertrauen, dass es gut ist. Einfach, weil es so ist. Und bei dem Thema der Konditionierung ist halt wiederum das Thema Mentaltraining sehr wichtig, ne? Also einfach den eigenen Weg, den man in sich trägt, zu trainieren und zu konditionieren und dann zu kultivieren. So sieht es aus, Training halt, ne? Und Training ist ja nicht, ich mache heute mal was. Keiner wird auf die Idee kommen, zu sagen, ich gehe ins Fitnessstudio. Einmal 160 Kilo Brusttraining. So sieht's aus. Oh, und die Brust ist groß und bleibt so. Jawohl. Ja, und diesen Anspruch haben wir manchmal im Coaching. Ja oder ans Leben generell. Herr Eilert, wie lange brauche ich denn jetzt hier für das Thema? Genau. Wie lange muss ich bei Ihnen buchen? Ja, die schnelle Variante oder die Ihnen passende? Was ist denn die schnelle Variante? Ja, ich hole eine Knarre raus und bedrohe Sie. Wenn Sie jetzt noch einmal Angst davor haben, dann erschieße ich Sie. Ach so, ja, dann ändert sich das. Ja. Oder die andere Variante, die für Sie passend ist. Und da habe ich keine Aussage zu. Ne? Weißt du, genau das ist der Punkt. Da müssen wir, glaube ich, unterscheiden von Interventionen, um Blockaden zu lösen. Um konkrete Probleme zu beheben oder konkrete Ziele zu erreichen. Oder geht es um eine Haltung, die wir kultivieren wollen fürs Leben? Hilfe zur Selbsthilfe, dass wir von innen heraus fähig werden, mit den Herausforderungen unseres Lebens umzugehen. Wann hast du das letzte Mal alleine geweint? Wann habe ich das letzte Mal alleine geweint? Alleine ist wichtig. Alleine ist wichtig. Das letzte Mal habe ich geweint, als wir einen Film zusammen geguckt haben. Und, welcher Film war es? Das war Grey's Anatomy Serie. Ja, wir haben so unser Ritual, dass wir abends mit den Kindern gemeinsam kuscheln und was gucken. Ich weiß es. Ich habe das letzte Mal alleine geweint, gestern. Und zwar habe ich ein bestimmtes Buch gesucht und das ist ein Buch meiner damaligen Mentorin, Susanne Kleinhens. Und da habe ich bei Amazon nochmal geguckt und habe dann ein Video von ihr gefunden und habe mir dieses Video angeguckt. Und da sind mir die Tränen gekommen, weil sie mittlerweile gestorben ist. Also die ist jetzt 2 Jahre schon tot. Und es war sehr überraschend. Wir haben noch telefoniert und 3 Monate später hat mich jemand angerufen und mir gesagt, dass sie gestorben ist. Also gestern. Was hast du in dem Moment gefühlt, als du das gesehen hast? Berührung,
einfach, da war nochmal so der Gedanke, was wäre passiert, wenn es dieses Gespräch nicht gegeben hätte damals im Parkhaus, die 30 Minuten? Was wäre passiert, wenn sie mir nicht die Melodie meines Herzens vorgespielt hätte, in dem Moment, wo ich sie damals vergessen habe? Vor allen Dingen, was hat sie dazu gerufen, dies zu tun, ne? Ja. Mhm. Ja, und da einfach eine Dankbarkeit für diese Fügungen in meinem Leben. Danke fürs Teilen. Gerne. Jetzt sind wir jetzt mal ja auch in deinem Haus hier zufälligerweise. Also ich habe, glaube ich, die Frage seltenst gestellt, während wir wirklich dann in dem Haus sind auch. Deswegen, das ist ja eine rein hypothetische Frage jetzt. Ne? Also mal angenommen, dieses Haus hier würde Feuer fangen. Ja? Alle Lebewesen sind gerettet. Ja? Pflanzen, die Liebsten, ja? Die Tiere, alles ist, also alle Lebewesen sind gerettet. Auch die Hausspinne und so, ja, auch die kleinen Sachen, die wir so nicht sehen können. Aber du könntest auf dem Fluchtweg noch einen Gegenstand retten. Welchen Gegenstand würdest du mitnehmen? Ich würde ein Bild mitnehmen, was oben hängt. Was ist da drauf? Das ist ein Bild, was meine Großeltern mir geschenkt haben, als ich eins war. Und da hinten steht eine Widmung drauf. Verrätst du die Widmung? Und die ist ein bisschen länger. Dafür müsste ich es jetzt runterholen und vorlesen. Aber im Kern steht da, dass sie mir wünschen, dass der liebe Gott mich immer beschützt und begleitet. Und das ist ein sehr emotionales Bild für mich. Und deswegen würde ich das holen. Ja. Und ich glaube, der Wunsch wurde erhört, ne? Wenn man mal bedenkt, allein das, was du jetzt schon hier erzählt hast, dass das echt passend ist. Ja, definitiv. Die letzte Frage, bevor du mir eine Konterfrage stellen darfst und eine Person nominierst. Wenn du jetzt wüsstest, dass du in einem Jahr stirbst, genau in einem Jahr, würdest du etwas an deinem Leben verändern? Wenn ja, was? Nee. Würdest du etwas intensivieren? Ja, ich würde noch mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Ja. Und nicht immer unbedingt in Quantität, sondern in Qualität, was die Intensität angeht. In welcher Art? Ich würde noch mehr über mit meinen Kindern auch über Haltungen im Leben reden. Mein Lieber, danke. Sehr gerne. Ich danke dir. Ja, darfst mir eine Kontrafrage stellen. Ich bin ein bisschen nervös, weil du auch so viel in dem Segment unterwegs bist und ich dir hier diese Frage gestellt habe zu deiner Person. Deswegen auch der Gedankengang, erstmal viel von dir zu erfahren, was du beruflich machst. Was würdest du, wenn du die Möglichkeit hättest, in die Vergangenheit zu reisen und den Charon zum Zeitpunkt der Geburt was mitteilen könntest, was sagen könntest, sicherlich nicht verbal in Worten, sondern nonverbal. Welche Botschaft würdest du gerne dem kleinen Charon, der gerade auf die Welt gekommen ist, mitgeben? Und ich hätte nur die Gelegenheit, es nonverbal zu machen? Du kannst es auch sagen und es kommt trotzdem an. Ja, ich würde, also weil der ja so klein ist, würde ich auf jeden Fall meine Hand auf seinen Brustkorb legen, auf sein Herz. Und ich weiß, wo das Herz ist, weil ich mich sehr viel mit Anatomie des Menschen beschäftigt habe, aufgrund von meiner ganzen Geschichte, die ich hatte. Und würde meine Hand da drauf legen und würde sagen, genau auf das musst du immer hören. Du musst es fühlen, was du tust und was du machst, dass es damit verbunden ist. Und das merkst du daran, dass dein Herz immer höher schlägt, wenn du das tust, was du gerade liebst. Und vertraue dir selbst vor allem und hör nicht so viel auf außen, sondern hör auf das, was du schon weißt eigentlich. Wir müssen uns nur erinnern, weil wir haben ja jahrtausendalte DNA in uns. Wir wissen ja eigentlich alles. Also ich habe mich immer sehr gerne mit Leonardo da Vinci beschäftigt und habe mir immer die Frage gestellt, wenn es denn so stimmt in der Überlieferung, woher wusste der diese ganzen Sachen oder diese Zeichnung, die er gemacht hat? Und wenn man von diesem Buch der Blätter ausgeht, wovon er ja mal gesprochen hat oder geschrieben hat, scheint dieses Wissen ja irgendwie universell zu sein. Ja, und
Das würde ich halt gerne so als universelles Wissen oder so, wenn das überhaupt in der Form möglich wäre, aber ich würde es gerne machen, weil ich hatte eine Zeit, wo mir das genau gefehlt hat. Jetzt habe ich es wieder entdeckt und ja, führte dann ja auch zur Selbstständigkeit dann vor 11 cool. Jahren. Ja. Ich hoffe, ich habe cool, die danke dir. Gut beantwortet. Sehr gut. Ja, du darfst eine Person nominieren des öffentlichen Lebens, wo du sagst, das könnte passen. Bestmöglich eine vielleicht, die dir bekannt ist, damit es halt so erleichternd ist, die Person auch für unseren Podcast zu gewinnen. Oh ja, du meinst für den Podcast nominieren? Ja. Oh ja, für den Podcast nominieren. Dann würde ich Damir Del Monte nominieren. Damir ist ein guter Freund, Psychologe, Medizinwissenschaftler. Der macht bei uns in der Akademie die Neuroscience-Ausbildung. Mhm. Ich glaube, das könnte sehr gut passen, weil das nicht nur jemand ist, der eine wahnsinnige Fachtiefe hat und wahnsinnig viel über das Gehirn zu erzählen hat, über den gesamten, über den kompletten Menschen, sondern auch jemand ist, der dem Haltung wahnsinnig wichtig ist, der sich sehr tiefe Gedanken macht. Und so bringt er eine Tiefe und eine Menschlichkeit auch mit. Sehr, sehr gerne. Sehr interessant. Der Christian Lottermann war ja schon sehr begeistert von ihm. Der hat ja eine Fortbildung auch gemacht oder über deine Akademie quasi, ne? Mit ja, ihm. Genau. Ja. Und jeder, der übrigens jetzt im Hintergrund gerade den Hund hört, trinken hört, ja, es sind nicht wir mit einer zu langen Zunge, sondern das ist unsere Hündin. Wir hätten das jetzt offen lassen können, hätten erzählen können, dass es Christian Panda war. Genau, das ist cool. Der Hintergrund ganz viel Durst hatte. Das ist auch Wahnsinn. Ich finde, wir können von Tieren auch wahnsinnig viel lernen. Und ich bewundere zum Beispiel unsere Hündin so dafür, die uns jetzt gerade anguckt, für ihre absolute Klarheit. Hm. Die ist so gechillt und kann auch komplett umschalten, wenn ihr jemand blöd kommt. Und kann dann sehr, sehr klar reagieren und nicht nachtragend, sondern einfach nur in einer absoluten Klarheit. Hm. Das finde ich auch fürs Leben einfach wahnsinnig wichtig, emotional aufrichtig zu sein, anderen gegenüber, aber auch uns selbst gegenüber. Ist für euch ja sicherlich auch als Familie immer ein guter Signalgeber, weil sie ja wahrscheinlich noch viel mehr wahrnimmt und merkt an Menschen, ja, was uns vielleicht verborgen bleibt. Ne? Und definitiv, Tiere sind auch wahnsinnig, wahnsinnig sensibel. Ja. Mein lieber Dirk, ich danke dir für sehr gerne deine Zeit. Danke dir für die Einladung. Und für diese schöne Podcast-Folge. Danke sehr. Gerne. Vielen Dank, dass du diesem Dialog ohne Masken zugehört hast. Wenn er dir gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn positiv bewertest und natürlich auch abonnierst, damit du immer die aktuellste Folge zeitnah hören kannst. Falls du bestimmte Themen gerne hören würdest oder dir eine geniale Frage einfällt, die wir unseren Gästen stellen könnten, dann schreib uns gerne an frage@dialogeohnemasken.de oder schreibe und abonniere uns gerne über Facebook und Instagram. Die Links findest du bei uns auf der Homepage oder unten in den Shownotes. Wir wünschen dir einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann du gerade diese Folge hörst. Lebe mit Herz, Leidenschaft und Verstand. Dein Sharon.